Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuhörer hier auf der Galerie und via Livestream. Wenn wir uns hier die Debatte zu diesem UVP-Gesetz vergegenwärtigen, dann zeigt sich wieder einmal wirklich dieses kontroversielle Bild der Zugänge im Bereich von Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Weil während die Bundesregierung und die Frau Ministerin ein zukunftsweisendes UVP-Gesetz machen, ein gesamtes zukunftsweisendes Umweltpaket präsentieren und auch die notwendigen Änderungen hier vornehmen, zeigen Opposition, dass Umwelt- und Wirtschaftspolitik nur auf Verhinderungspolitik ausgerichtet sind, auf gegenseitiges Ausspielen und auf Wirtschaftsfeindlichkeit. Aber das ist scheinbar die Notwendigkeit, um das letzte politische Kleingeld verdienen zu können für SPÖ und Grüne, weil die SPÖ hat scheinbar auch keine Inhalte mehr und scheinbar ist das jetzt die neue strategische Ausrichtung. Und ja, diese Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Effizienzsteigerung bei UVP-Verfahren zu erreichen. Und das ist auch gut und richtig so. Und dass auch bei diesen Einzelfallprüfungen in Bezug auf die Feststellung zur UVP-Pflicht die Kriterien transparenter gestaltet werden, aber auch bei der Umweltverträglichkeitserklärung Auswirkungen des Klimawandels, der Ressourceneffizienz hinsichtlich der Bodenversiegelung, aber auch die Katastrophenrisiken berücksichtigt werden, ist begrüßenswert. Aber was der wesentlichste Punkt ist, ist vor allem, dass es einmal zu einer Beschleunigung der bürokratischen Abhandlung kommt. Und dies im Einklang mit der Ökologie, das ist wirklich dieser wesentlichste Punkt. Denn wie ist es vertretbar, so wie bei uns auch in Kärnten, dass ein Projektwerber über 14 Jahre ein UVP-Verfahren laufen hat, währenddessen er hunderte Arbeitsplätze absichert nebenher, zudem nur das Ziel hat, zu expandieren, zu modernisieren und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist nicht nur unverantwortlich, so eine lange Zeitspanne zu haben, sondern es ist zudem mit immensen Kosten verbunden und das bringt wirklich niemandem was, weder dem Projektwerber noch den Anrainern noch den Bürgerinitiativen und auch nicht den beteiligten Umweltorganisationen. Und im Zuge eines Gesprächs mit einem weiteren Projektwerber hat er mir gesagt, dass er viele Verfahren gemacht hat, auch ein UVP-Verfahren, das gerade fertiggestellt worden ist, gemacht hat, und dass der Bürokratismus nirgends so hoch ist als in Österreich. Nirgendwo in Europa ist er so hoch wie in Österreich, denn was wird in Österreich gemacht? Hier kommen 10 Leute zusammen und 10 Leute erklären dir, was so schwierig werden wird und warum es wahrscheinlich nicht gehen wird. Und den Rest Europa, Entschuldigung, die haben ja auch Europarichtlinien und auch Umweltauflagen, dort geht's. Dort kommen 10 zusammen und die erklären dir, für was sie zuständig sind und wo sie dir helfen können, dieses Projekt umzusetzen. Ja, und meine geschätzten Damen und Herren, wenn wir ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein wollen, dann wird es eben auch wichtig sein, dass es einerseits Kriterien gibt, die den Schutz der Umwelt bei der Umsetzung von Projekten gewährleisten, aber ebenso wichtig ist es, dass es einen absehbaren Zeithorizont gibt, bis zu dem eine Entscheidung fällt, ob es zur Umsetzung kommen kann oder nicht. Und wann von Ihnen, geschätzte Damen und Herren, immer der Einwand kommt, liebe Opposition, dass man nunmehr die NGOs und die Umweltorganisationen aushebeln und die Parteienrechte schmälern würde, dann ist das wiederum einmal eine klare Panikmache und der Vorspülen falscher Tatsachen. Und übrigens, Herr Kollege von den Grünen, das ist eine Schande, dass Sie immer die Leute gegeneinander ausspülen, weil es gibt auch, und das hat auch der Kollege Schäner-Knecht gesagt, es gibt einen leichten Unterschied zwischen Bürgerinitiativen und anerkannten Umweltorganisationen. Also, und das kann man nicht immer vermischen. Und auch im Gesetz ist ganz klar geregelt, wer Parteienstellung hat. Und jetzt, Entschuldigung, aber einer anerkannten Umweltorganisation, der wird es zumutbar sein, alle paar Jahre einen glaubhaften Nachweis zu erbringen, dass sie 100 Mitglieder hat und eines, und da sage ich auch ganz offen hier, mit diesem wird aber auch einem der Riegel vorgeschoben. Dass 2 bis 3 Berufsverhinderer sich zu einer Organisation zusammenschließen und versuchen, jedes Wirtschaftsprojekt zu verhindern und zu torpedieren. Und liebe Kolleginnen, auch
von den Grünen. Also Ihre Aufregung verstehe ich nicht, denn Sie gehören ja eh nicht zu diesen 57 Umweltorganisationen. Von Umweltpolitik habe ich Ihnen eh schon gesagt, wie viel Sie dazu verstehen. Ich weiß nicht, vor was Sie Angst haben. Ich würde es ja verstehen, wenn Sie dazugehören, weil das ist für die Grünen derzeit vielleicht schwer ist, 100 Mitglieder glaubhaft zu machen. Das mag schon sein, aber Sie betrifft es nicht. Daher brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen in diese Richtung. Und in diesem Sinne, geschätzte Bundesregierung, aber vor allem, liebe Frau Ministerin, darf man Ihnen zu diesem zukunftsweisenden und transparenten Umweltpaket gratulieren. Österreich beschreitet damit einen erfolgreichen Weg für eine erfolgreiche Umweltpolitik.